Man schießt mit hier oben Right Trigger und lenkt mit dem Steuerkreuz. Ein bisschen kompliziert. Level hier kann man aussuchen sich. Machen wir das hier. Prinzip ist klar. Dauerfeuer, Dauerschuss. Alles zerstören, was runterkommt. Einzige, was nervt, ist die Krümmung der Hände. Nimmt schon etwas den Spielspaß. War so sehr farbenfroh. Guter Sound. Verschiedene Levels. Schwierigkeitsgrade. Komm mir vor wie Silvester, ey. Absolut Hammer. Puzzle Magic. Halt gibt es mehrere Screens. Ihr seht, die finde ich am interessantesten. Aber die Bällchen sieht man jetzt am besten. Und zwar müsst ihr immer drei in einer Reihe kriegen durch Verschieben. Also den hier bestätigen und nach hier ziehen, damit die Reihe zusammenfällt. Also anders geht's nicht. Oder hier der blaue bestätigen, rüberziehen, geht wieder die Reihe kaputt, habe ich wieder einen entdeckt, den grünen bestätigen, rüberziehen. Ja, da der rote bestätigen, rüberziehen. Ah, und dann kommen welche nach und dann sind natürlich auch wieder welche eingefallen. Sehr mystische Musik. Gefällt mir. Nur. Nein. Der blaue bestätigen, rüberziehen. Ja, und so weiter und so weiter. Von Level zu Level. Hier könnt ihr noch die Symbole ändern halt. Bei dem Screen-Ansicht. Rüberziehen. Rüberziehen. Zusammenfallen. Hier bestätigen, rüberziehen. Ja, sehr interessant. Leatherix. Gutes Homebrew. Bestimmte Laserstrahlen lenken, damit ihr Diamanten einsammeln könnt. Das Ding hat sehr viele Levels. Ja, also ohne Ende. So, hier ist kurz die Beschreibung. Gehen wir mal rein. Ihr habt zwei Blöcke an der Anzahl. Die setzen wir jetzt mal ab. So, mit Viereck haltet ihr den und bewegt den dann dahin. Zum Beispiel, so, jetzt mal so. Kannst du das ausprobieren? Nein. Mit der Triggertaste lenkt ihr den Block. So, jetzt gehen wir hier oben hin, den tun wir jetzt einmal drehen. Und gucken, ob wir einen Diamanten kriegen. Yep. Level 2. Und dann hier, tut ihr auch, von markieren. Jetzt mal hier, ich hab dann, kann man hier drehen. Bald. Dreieck, jagt den Laser los, seht ihr, den nächsten Diamanten getroffen. Und so macht ihr das mit allen Diamanten von Level zu Level. Sind sehr viele an die 60 Stück. Ja, nettes Homebrew. Have fun. Oh, die habe ich gerne genommen. Nehmen wir jetzt auch.
Ja, endlich. Kannst du ja ein Gewehr. Na, die war schon immer schwierig. Und der Teig. Oh. System Trouble. Sehr interessantes Spiel, mehrere Sprachenauswahl. Ihr müsst halt Sterne einsammeln und an den Punkt gelangen. Oh. Aber er springt irgendwie nicht. Na so. Also ihr müsst an einen Stern kommen. Hier so, geht's weiter ins nächste Level. Irritierend ist dahinter das laufende Band von den Symbolen halt. Und Tutorial stört ein bisschen. Brauche ich nicht viel zu sagen, ihr seht, was man machen muss. Abstürzen auf gar keinen Fall. Ja, auf jeden Fall. Sehr interessant. Also muss man schon ein bisschen Übung drin haben, ne? Sollte man schon haben. Yes. Oh, Spikes. Die sehe ich hier durch die zweite PSP gar nicht richtig. Oh. Jetzt aber erst recht. Oh. Na, auf jeden Fall. Sehr interessant. Guter Pausenfüller. Schwierig von Level zu Level.